Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Hivaldo und herzlich willkommen zurück zu Judgment. Wir beginnen unsere Reise oder wir setzen unsere Reise fort hier bei unserem roten Wagen. Das ist unserer übrigens, der Xuxo-Wagen. Nein, Spaß, keine Ahnung. Wir können gar kein Auto fahren, glaube ich. Ich glaube, Yagami hat gar keinen Führerschein. Wir gehen weiter auf die Suche nach den Mördern. Oder besser gesagt, dem Mörder, dem Maulwurf. Es ist schon wieder ein paar Tage her, seitdem ich gespielt habe. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich glaube, beim letzten Mal hatten wir ein Gespräch mit einer gewissen Wahrsagerin. Die hat uns vor irgendwas gewarnt. Da ist sie doch schon. Ja, na klar. Irgendwas war doch damit. Ich muss mal gerade schauen, ob wir hier noch... Ah, die schwarze Katastrophe. Das war's. Da gehen wir direkt hin. Ich will sehen, was passiert. Nein, eine weiter. Sind wir voll aufgeladen? Wir haben unseren Balken halb voll, wie wir sehen. Ist das so gut? Wollen wir irgendwo was essen vorher? Wie wäre es mal... Wo kann man denn hier essen? Irgendwo essen, wo man auch gleich irgendwo... Ah, hier, was ist denn das? Im Café. Im Café Mihori. Da waren wir. Ja, warum sind da immer noch drei Fragezeichen? Da gehen wir erstmal hin. Komm. Und danach gehen wir sofort zur schwarzen Katastrophe. Da hinten begibt sie sich schon. Also die schwarze Katastrophe. Und da ist unser Katzenmann. Der Verrückte. Wir haben noch keine einzige Katze gefunden, glaube ich. Also keine, die er sucht. Ich weiß einfach nicht, was er möchte. Ganz ehrlich, ich weiß es einfach nicht. So, schauen wir mal hier rein. Was gibt's denn hier? Bin ich hier überhaupt richtig? Das sieht nicht richtig aus. Nein, das sieht nicht richtig aus. Ich gehe wieder raus. Tschüss. Hat Spaß gemacht. Vielleicht hier? Ah, es war hier oben, ne? Dieses Café. Ja, da ist es doch schon. Na klar. Und zwar hier. Da ist aber jemand traurig. Mit der reden wir gleich. Was haben wir hier? Sehr geehrte Damen und Herren, stabiles Plastik. Das brauchen wir für unseren Eremiten. Der soll uns Tränke daraus brauen. Unser Miraculix. So. Come in. Für wie viele Personen brauchen Sie Plätze, mein Herr? Wie Sie sehen, eine Person. Nur für mich. Okay, ein Tisch für eine Person. Folgen Sie mir bitte. Danke, ich krieg nichts zu essen. Sind Sie zufällig neu hier? Ich trinke gleich. Hi. Oh ja, ich arbeite in Teilzeit hier. Mein Name ist Miharushima. Miharushima, unsere neueste Freundin. Den Namen habe ich doch schon mal gehört. Haben wir? Echt? Das muss das Mädchen sein, von dem Norimoto-kun erzählt hat. Wer ist Norimoto-kun? Na? Miharu-chan, alles klar. Ich bin Yagami. Ich bin öfter hier. Da ist es schön, ein neues Gesicht zu sehen. Achso, ja. Oh, Sie sind Stammgast? Wow, freut mich, Sie kennenzulernen. Ach, jung und verliebt sein. Schätze, ich könnte Norimoto-kun etwas unter die Arme greifen. Ach, der Typ, der hier auch arbeitet. Der hat uns das mal erzählt. Ja, na klar, ich erinnere mich wieder. Sehr vage, aber ich erinnere mich. Sehr wohltuend, eine Bedienung zu sehen, die ihren Job ernst nimmt. Sie kommen bei den Gästen bestimmt gut an. Und bekommen sehr viel Trinkgeld. Wehe, wenn nicht. Schön wär's. Leider bin ich weder auf der Arbeit noch sonst sehr beliebt. Das tut mir sehr leid, muss ich sagen. Wirklich, das hätte ich nicht gedacht. Aber Sie haben doch bestimmt einen Freund, oder? Hi. Hat die mich Hi gesagt? Hi hast du ja. Nein. Aber wenn Sie gute Kandidaten kennen, sagen Sie ihnen, dass ich für Bewerbung offen bin. Hey. Sehr verzweifelt, die Dame. Sie finden bestimmt einen anständigen Typen, da bin ich sicher. Es sei denn, Sie haben völlig überzogene Erwartungen. Ach, Unfug. So wählerisch bin ich nun auch nicht. Ich bin neugierig. Auf was für Typen stehen Sie? Keine Angst, ich habe keine Hintergedanken.
Er muss Humor haben und er muss ein guter Gesprächspartner sein. Und er soll mich zum Lachen bringen. Die Dame sucht mich. Das klingt doch gut. Naja, ich hoffe, ihr Traummann kommt bald vorbei. Moment, wir haben noch nichts gegessen. Wohin willst du? Wo will der hin? Warum steht der auf? Ich auch. Wünschen Sie mir Glück, Yagami-san. Hehe. Jetzt hätte ich fast das Hehe vergessen. 50 Special Points, wofür auch immer. Danke für Ihre Gastfreundschaft. So. Danke für Ihren Besuch. Ich will was essen. Ich will was essen. Warum bedienst du mich nicht? Ich will essen. Willkommen, mein Herr. Ich habe wieder gar keine Ahnung, wie Sie heißen. Was essen wir denn Schönes? Eine Baguette-Spezialität. Ein verlockendes Baguette mit einem pikanten Duft. Außen knusprig, innen fluffig. Nehmen wir. Das heilt schon mal einiges, muss ich sagen. Toast mit Honig. Gesunder Salat. Der Kuchen der Saison. Ein goldener Mont Blanc. Dieser cremige Mont Blanc leuchtet wie eine goldene Bergspitze. Den nehmen wir. Kaufen. Jawohl. So, guten Appetit, Yagami. Ich genehmige mir meinen Drink. Kinita. Kinita. So, ikka. Das hat gut getan. Danke. Wir sagen gar nichts mehr. Wir wollten eigentlich nur hierhin, um uns den Wanst voll zu schlagen, damit wir bei unserer nächsten Mission keine Probleme bekommen. Wir gehen zur schwarzen Katastrophe. Hieß sie so? Schwarze Katastrophe? Ich weiß nicht. Wir sind da gerade an irgendwas vorbeigelaufen. Ein abgenutzter Magnet. Der hat mich einfach magisch angezogen. Ich weiß nicht warum. Der ist doch abgenutzt. Wie kann er mich anziehen? Entschuldigung. Moment, wir sind eine zu früh, ne? Ey, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ja, wir waren eine zu früh abgebogen. So. Da sind wir. Okay, ich muss Meguro finden. Wir können uns nicht bewegen, nur den Kopf. Ist hier wieder irgendwo eine Katze? Wir können... Tokuda. Okay, wo ist die Katze? Aber ich höre keine Katze. Das heißt wohl, es gibt hier keine. Wer bist du denn? Bist du Meguro? Braune Haare, Brille. Okay, wir suchen jemanden. Diese Person passt nicht ins Profil. Die falsche. Okay, wir suchen jemanden mit braunen Haaren, Brille, durchschnittlicher Körperbau, blaue Jacke. Grauer Anzug. Mit grauer Anzug ist wahrscheinlich die Hose gemeint. Kann das sein? Weil dann würde das nicht passen. Nein, der da hinten würde passen. Der hat ein graues Hemd dann, glaube ich. Das würde passen. Schauen wir mal. Yes! That's it! Das ist er! Wegen dieser blöden Prophezeiung weiß er schon, wie ich aussehe. Ich passe besser auf, dass er mich nicht sieht. Okay. Oder wir verkleiden uns als Dracula. So ein Scheiß. Wir müssen ihn verfolgen, Freunde. Wir müssen ihn verfolgen. Wir müssen ihn einfach retten, wie es aussieht, vor der schwarzen Bedrohung. Der Katastrophe. Willst du dich etwa schon umdrehen, mein Freund? Er will sich umdrehen, nicht wahr? Ich sehe schon kommen. Warum kommt die Musik? Ich sehe ihn doch. Was schaust du dir da an? Was ist das für ein Plakat? Ich dachte schon. Ja, siehst du mich? Der schaut sich doch wirklich so... Sag mal, siehst du nicht, dass ich da knie und Leute beobachte? Da rennt er gegen mich, ich glaub's ja nicht. Geh weiter. So. Oh, ist gut. Oh mein Gott. Nein, da wollte ich nicht hin. Hier wollte ich hin. Da war doch gerade jemand. Nein, da ist niemand. Geh ruhig weiter.
Alkohol, wie könnte ich da Nein sagen? Das geht gar nicht. Schwarze Klamotten. Keine gute Ecke, ich gehe lieber woanders hin. Wegen schwarzen Klamotten. Alter, komm mal klar. So, wir gehen in Richtung Auto. Ich hoffe, wir kriegen es noch hin. Sonst muss ich hier rechts einbiegen. Achso, ja, das war's schon. Ein schwarzes Auto. Schnell weg. Der will sich doch jetzt nicht umdrehen, oder? Du willst mich wohl verarschen. Der will sich umdrehen, nicht wahr? Da ist er. Oh mein Gott. Dass er uns nicht gesehen hat, ist echt ein Wunder. Oh, der ist schon weg. Sorry. Ja. Alter. Was ist das für ein Freak? Links oder rechts? Links oder rechts? Du kommst nicht zurück, oder? Du kommst nicht zurück. Da ist schon wieder ein Xoxo-Auto übrigens vor uns. Warum haben alle Autos das Xoxo? Und wir müssen uns beeilen wieder mal. Gut. Ist das ein schwarzes Auto? Es ist ein schwarzes Auto, nicht wahr? Er kriegt Panik. Er rennt gleich wieder. Wie lange muss sich jemand anschauen, um zu erkennen, dass es ein schwarzes Auto ist? Gott. Okay, warte. Wir gehen hinter das rote Auto. Davor hat er ja keinen Schiss. Noch nicht. Kommt drauf an, was die Wahrsagerin ihm anvertraut. Ja, nicht umdrehen. Geh ruhig weiter. Nichts ist passiert, mein Freund. Alles ist gut. Everything is all right. Wir müssen uns etwas beeilen. Da ist er. So. Das ist ein bisschen kniffliger. Der Typ ist sehr, sehr... sehr, sehr schreckhaft. Er hat Angst. Man merkt, dass... er hat Angst. Oh, Moment. Wir müssen dorthin. Wir laufen dorthin. Was sieht er jetzt? Ein schwarzes Fahrrad, oder was? Drei Fragezeichen. Hey, was tun Sie da? Scheiße, die Bullen. Aufgeschlossener Kundenfänger. Oh, bin ich froh, dass du dich umgedreht hast. Hä? Was? Keine Sorge, ich bin kein Polizist. Nee. Und wo wir gerade von Bullen sprechen, die Jungs in Blau lieben die Titten, die wir hier im Club haben. Alter, verdammte Kundenfänger. Mist, ich habe ihn aus den Augen verloren. Oh nein, würden da Titten vielleicht helfen? Na? Dieser Blick. Wo ist der hin? Die Sanrio Avenue? Da gibt es eine Sauna und einen Mahjong-Laden. Oder ist er in den Champion District gegangen? Eine gute Ecke für einen Drink. Denk nach, wo könnte er als nächstes hingegangen sein? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Denk daran, was er immer gesagt hat. Was hat er denn gesagt? Du verlierst die Zielperson aus den Armen. Willst du mich verarschen? Du willst mich verarschen. Woher soll ich wissen, wo der hingelaufen ist, Mann? Wir gehen hier hin. Der will immer saufen, der Typ. Und hier gibt's eine Kneipe. Oh, Glück gehabt. Ich wusste es. Er muss diesen Drink unbedingt wollen. Glück gehabt. Okay. Was? Was, warum? Warum? Ach, da. Das war aber knapp jetzt. Sag mal. Der durch diese verwinkelten Gänge hier rumläuft. Wie kann man sich so oft umdrehen? Und er geht da rein. So, wir sind gleich da. Oh mein Gott. Du hast niemanden gesehen. Das ist alles eine Fata Morgana.
Wir haben einfach dieses Schild umgerannt. Ich glaub's ja nicht. So. Also. Ah, dreh dich ruhig um. So weh, du drehst dich nochmal um. Ich glaub's ja wohl nicht. Ich glaube, jedes Mal, wenn wir rennen, das hört er. Ja, wir sind recht laut. Das stimmt. Ich glaube, es gibt einen Skill, der uns dazu befähigt, leiser zu rennen. Kann das sein? Ich muss mal schauen gleich. Weil das hilft uns wahrscheinlich. Okay, da ist er. So. Was ist das denn für einer? Ja. Junger Kundenfänger. Hey, wie wär's mit einem Drink? Nur 2000 Yen. Ja, den könnte ich vertragen. Ich komme mir vor, als würde ich den Verstand verlieren. Hervorragend. Unsere Bar ist gleich dort drüben. Hm? Black Alice? Gibt's doch nicht. Och nö, die haben uns doch schon mal verarscht. der wird arm. Der kommt arm wieder raus. Oder? War das die Bar? Ich glaube schon. Mann aus der Rip-Off-Bar. Du gehst nirgendwo hin, bevor du nicht bezahlt hast, du Mistkerl. Alter. Zotto. Ja, das ist diese Bar. 100.000 Yen für eine Flasche Bier? Das ist lächerlich. Machst du Witze? In diesem Schwarzbier ist geschmolzenes Wasser aus dem verdammten Südpol oder so. Oder so. Das Bier ist auch schwarz? Oh. Nie im Leben. Ich hab gesehen, wie ihr es aus einer Dose geschüttet habt. Halt die Schnauze. Ja, mit deinem Geldbeutel. Oder deine Leiche wandert an den Südpol. Yagami muss ein. Schreiten, glaube ich. Da ist er schon. Hey, das reicht. Was? Wer zur Hölle bist du denn? Der Kundenfänger vorhin meinte, das Bier würde 2000 Yen kosten. Außerdem ist es gegen das Gesetz, Kunden mit Alkohol anzulocken. Bist du ein Bulle? Ich bin Privatdetektiv und ich wurde beauftragt, auf diesen Kerl aufzupassen. Wie bitte? Oh, ein Bodyguard, hm? Dann kannst du ja für ihn bezahlen. Ja, mit deinem Geldbeutel, du Schlauberger. Bedrohlicher Mann. Ach, bedrohlicher Mann. Wieso? Warum? Wieso tust du dir das an? So, dann nehmen wir mal die Mülltonne hier. So. Naja, ist gut. So, wir haben ein bisschen mit ihm gespielt, jetzt fliegt er. Jetzt fliegt er zum Südpol. Er hat's nicht anders verdient. Da liegst du nun. Mit deinem Chillpulli. Und deiner viel zu langen Hose. Was ist das denn? Ja, so ein Yen oder was? Das sollte für ein Bier reichen. Zotto! Wer sind Sie? Und seit wann sind Sie mein Bodyguard? Diese Wahrsagerin, Amane-san, hat mir den Auftrag gegeben, Sie zu beschützen. Sie sollten ihr danken. Moment, diese Lederjacke. Sie sind der Bote meines Untergangs. Hä? Entschuldigung? Ich hab die Nase voll. Jetzt rennt er echt weg, ich glaub's ja nicht. Mann, dieses ganze Gerede von Katastrophe muss ihm wirklich zusetzen. Aber sie hat es vorhergesagt. Sagte Amane-san etwa die Wahrheit? Das scheint doch eine schlaue Frau zu sein. Hier, für ihre Mühen. Wie verdienen sie überhaupt ihr Geld? Und haben sie was dagegen, wenn wir uns duzen? Die niedrige Gier nach Geld beeindruckt mich nicht. Ich will mit meinen Kräften nur anderen helfen. Verstehe. Du bist wirklich altruistisch. Altruistisch. Aber dieser Typ war ziemlich paranoid. Glaubst du, er kommt klar?
Er scheint Katastrophen wirklich magisch anzuziehen. Ich muss ihn warnen, wenn ich ihn wiedersehe. Absolut, das musst du. Das meinte ich damit nicht. Vielleicht könntest du die Nachricht ja etwas sanfter überbringen. Der Ton macht die Musik. Ich werde darüber nachdenken. Und wieder einmal rettete Yagami den Tag. Und die schwarze Katastrophe. Tja, das hat gut geklappt. Sehr schön. Wir haben unseren guten Freund, der gar nicht unser Freund ist, gerettet. Sonst können wir hier nichts machen, glaube ich, oder? Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum Charles. Hier, Game Center Charles. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Machen wir uns auf den Weg. Vielleicht bekommen wir unterwegs irgendwie Besuch. Wie sonst auch immer. Oh, was ist das? Ein abgenutzter Magnet, selbstverständlich. Was ist das für ein Typ? Warum steht der da einfach so rum? Wenn ich 2 Stunden im Soapland buche, den Rest konnte ich nicht mehr lesen. Verdammt, ich habe meinen Augentropfen irgendwo liegen lassen. Jetzt sehe ich nichts mehr. Aus dem Weg. So, okay, ja. Wir gehen die Straße... Was ist denn hier eigentlich los? Und was ist hier los? Alter. Okay, okay, hey, Freunde, alles gut, alles ist gut, alles wird gut. Okay, das ist ein härterer Gegner. Da müssen wir uns etwas anstrengen. Wir machen erstmal sein Gesocks fertig. So. Okay, okay. Ey, was kommst du denn jetzt? Wow. Okay, ein Wrestler ist das. Ein Hobby-Wrestler. Und ich kämpfe gegen mich selbst. Oh, Alter. Okay, die scheinen echt härter zu sein. Sogar seine komischen Gefolgsleute. Nicht gesessen. Ich sollte mehr blocken, ja. Ich merke schon. Gleich habe ich so. Und dann kann ich mich auf ihn konzentrieren. Ja, okay. Wir nehmen uns das Fahrrad natürlich. Da ist ja noch einer. Oh, die Polizei. Ach du Scheiße. Okay, wenn der Kampf zu lange dauert, dann kommt die Polizei. Das hatten wir ja noch nie. Ach du Scheiße. Verteidige dich. Ich muss abhauen, oder? Moment. Na, ich muss abhauen. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob ich abhauen muss. Was ist das? Wo muss ich hin, wenn die Polizei kommt? Ich habe keine Ahnung. Scheiße. Ich glaube, die Gefahr ist gebannt. Die Polizei kommt nicht mehr. Auf der Minimap sehe ich in jedem Fall nichts mehr. Doch, da sind sie. Wir wollen einfach nur ganz normal hier vorbei. Ich habe nichts getan. So, wir reden jetzt mal hiermit. Da ist der muskulöse Mann vom letzten Mal. Mann, jetzt gibst du mir schon das verdammte Galbi. Ich zahle auch dafür. Ich habe Hunger und ich habe Kohle. Das Galbi, das haben wir auch gegessen. Nach diesem Gewinnspiel oder nach diesen 3 Fragerunden, die ich mit Bravour gemeistert habe. Nicht. Aber wir haben es gekostet. Es war wohl vorzüglich. Und der Herr möchte das wohl auch jetzt. Okay. Bitte haben Sie Verständnis, mein Herr, aber unser Galbi erhalten nur Gäste, die die Quizfragen richtig beantworten. So wie ich. Willst du mich verarschen? Einfach unglaublich. Was ist das denn hier für ein beschissener Service? Was für eine Ausdrucksweise. Machen Sie bitte keine Szene, mein Herr. Der Fleischklops sieht echt sauer aus. Zeit, das Fleisch weich zu klopfen. Yagami hat wieder Bock. Hallo. Hey, ist alles in Ordnung? Oh, sind Sie nicht der Kunde von letztens? Ja?
Ha, was ist das denn für ein dürrer Lappen? Alter. Warum haben die eigentlich immer zu lange Hosen an? Ich verstehe das nicht. Denen hängen die Hosen immer so weit nach unten. Das ist, ja, keine Ahnung. Ein Gast macht Schwierigkeiten. Er verlangt, dass wir ihm unser Galbi servieren. Na. Und? Hast du die Fragen alle richtig beantwortet? Mann, wen interessiert die Scheiße? Ich weiß nur, dass ich hier völlig grundlos am Verhungern bin. Du fällst voll vom Fleisch, mein Freund. Man sieht's. Man sieht es. Die Regeln gelten für alle, Mann. Wenn du das Galbi unbedingt willst, dann polier mal dein Wissen auf. Ja, er hat recht. Dieser Herr hier konnte die Fragen problemlos richtig beantworten. Ah? Was? Du hast das Galbi bekommen? Hey. Ja. Unglaublich. Du, selbstgerechtes Arschgesicht. Ich brauche das Eiweiß, damit mein Training anschlägt. Bei einer Bodenstange wie dir ist das doch reine Verschwendung. Na klar. Weißt du was? Du spuckst das Fleisch jetzt sofort aus. Los, raus mit dem Zeug. Was? Willst du mich verarschen? Das kannst du vergessen. Nur mal abgesehen davon. Wie soll das gehen? Rein biologisch. Geht das? Dann muss ich es eben auf die harte Tour aus dir rausholen. Das kannst du gerne versuchen, mein Freund. Die Polizei ist hier um die Ecke, Mann. Ja. Okay, wie geht das hier nochmal? Oh ja, so. Da machen wir den Tiger-Stil mit dir. Was, echt jetzt? Oh, ja, das Fahrrad hat mir nicht gefallen. Was geht denn jetzt ab? Alter! So geht's natürlich auch, Yagami. So geht's natürlich auch. Okay, und so auch. Aber wir machen ihn. Okay. Yagami hat Bock. Hat richtig Bock, Mann. Ich glaube, er hört nicht auf. Doch, er hört auf. Alter Norweger. Jetzt wird aber Hayashida sauer. Ich habe keinen Bock zu verlieren. Nicht verlieren. Nein. Nur zur Sicherheit, Freunde. Nur zur Sicherheit will ich hier ein Toughness. Ja. Und ein Stamina. Ja. Hätte ich wahrscheinlich nicht gebraucht, aber... Oh doch, ich hätte es gebraucht. Aber jetzt. Bravo, Yagami. Bravo. Haben wir den Fleischklops etwas bearbeitet. Da liegt er jetzt. Und? Genug? Ich bin fertig, Mann. Ich gehe jeden Tag pumpen. Hab sogar auf eine ketogene Diät gesetzt. Was habe ich falsch gemacht? Du musst neben deinem Körper auch deinen Geist trainieren. Dann kannst du die Fragen vielleicht auch beantworten. Ich bin raus hier. Tja. Sind Sie in Ordnung? Ja, danke Ihnen. Wie sieht es bei Ihnen aus? Hab kaum was abbekommen, musste nur 2 Heiltränke nehmen. Während dem Kampf, aber sonst alles gut. Gott sei Dank. Dürfte ich erfahren, wie Sie heißen, mein Herr? Yagamis. Klar, ich bin Yagami. Yagami-sama, was Sie da gerade getan haben, war unglaublich. Sie bekommen noch ein Galbi umsonst. Als Dank dafür können Sie ab sofort unser besonderes Galbi bestellen, wann immer Sie wollen. Hä? Sehr gut, dann sehen wir vielleicht auch mal, was wir da essen. Hey, das klingt echt gut. Das ist das Mindeste, was ich für Sie tun kann, Yagami-sama. Nun, ich hoffe, Sie beehren uns bald wieder.
und wir sind wieder befreundet mit jemandem. Cool, es zahlt sich manchmal wirklich aus, anderen Leuten zu helfen. Sehr gut. Und wie ich sehe, können wir das Galbi sogar sehr gut gebrauchen jetzt. Wir gehen es essen. Wenn wir es dürfen, dann will ich auch sehen, was ich da gegessen habe. Stabiles Plastik nehmen wir auf dem Weg mit. Mal gucken, ob er noch weiß, wie wir heißen. Yagami-sama, vielen Dank für Ihren Besuch. Kann ich Ihre Bestellung aufnehmen? Gesalzene Rinderzunge, Galbi. Ein ausgezeichnetes Galbi. Diese Rippchen der Spitzenklassen werden nur aus den besten Fleischstücken herausgestellt. Hergestellt, nicht herausgestellt. Okay, was gibt's hier noch? Ja, das andere ist... Wobei, das sieht auch nicht so schlecht aus. Aber wir nehmen natürlich das ausgezeichnete Galbi. Und danach nochmal Galbi. Das werden wir uns jetzt genehmigen. Boah, ich habe einen Durst heute, es tut mir leid. Das ausgezeichnete Galbi also, ja? Das ist es. Okay, und Galbi. Nehme ich auch. Das waren... Vielen Dank. Ich hoffe, Sie kommen bald wieder vorbei. Yagami-sama. Ich weiß nicht mal, wie Sie heißen. Ausgezeichnetes Galbi haben wir gefuttert und Galbi. Sehr schön. Wir sind wieder satt. Satt und matt. Und so können wir uns jetzt auf den Weg machen. Hallo Freunde der Sonne. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und falls ihr weitere Spielwünsche habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde sie auch höchstwahrscheinlich spielen. Sollte euch der Kanal gefallen, dann abonniert ihn. Ich würde mich sehr freuen. Und meine Eule freut sich auch. Also bis dann. Adios amigos.